Check, check, läuft die Kamera? Ah, läuft schon. Assalamu alaikum, Leute, was geht? Neues Video bei Amaretto.de. Ihr wisst Bescheid, Leute. Alter. Puh. Leute, das ist jetzt ein ganz spontanes Video. Und Leute, sorry, dass ich so aufgedreht bin, aber ich habe so Adrenalin, Leute. Ich habe wirklich so Adrenalin. Was war das bitte für eine Champions League-Auslosung, Leute? Wirklich. Ey. Leute, ich war beim was beim Erledigen. Auf einmal sehe ich wirklich auf mein Handy diese Auslosung, ey. Ich sag mal, labern wir nicht lang rum, sondern hauen wir uns sofort ins Geschehen rein, weil, Bruder, was ist das für eine Auslosung gewesen, Leute? Also, ich habe einen Vogel bekommen. Ich meine, zum Ernst, Leute, ich habe wirklich einen Vogel bekommen. Fangen wir einfach mal an. Und zwar Manchester City gegen RB Leipzig. Was ist das bitte? Wir haben Man City gegen RB Leipzig. Was ist das für ein Match bitte, Leute? Wie krank ist dieses Match bitte? Ich komme drauf nicht klar, Leute. Auf jeden Fall muss es gerade ein bisschen runterkommen. Aber, Digga, dieses Match, da wirst du plem werden, Alter. Also, ich sag ganz ehrlich, Leute, mein Tipp Leipzig gegen City, auch wenn ich Leipzig sehr mag. Ich glaube, City wird es machen in beiden Spielen. Aber trotzdem, ein Kracher wird geil sein. Und vor allem für die Leute in Leipzig generell sehr, sehr geil sein. Und wie gesagt, City in Deutschland, was gibt's Geileres? Können die viel, also richtig geil, würde ich sagen. Also deswegen, Leute, City Leipzig wird ein geiles Match. Ich denke, es wird sehr, sehr knapp werden. Oder nicht knapp, was rede ich eigentlich da gerade? Also nicht knapp, Leute, sondern einfach, ich glaube, City wird sich einfach durchsetzen. Und ja. Nächste Begegnung, Leute, haben wir Club Brugge gegen Benfica. Und das sage ich euch ehrlich, das ist ein echt offenes Match, Underdog-Match. Ich würde es einfach kurz und knapp sagen, Benfica wird sich durchsetzen, weil Benfica ist einfach aktuell einfach geisteskrank. Deswegen, ich gehe auf Benfica. Eintracht Frankfurt gegen Neapel. Leute, was ist das bitte für ein Spiel? Eintracht Frankfurt gegen Neapel, Alter. Leute, sorry, ich komme drauf einfach nicht klar, Digga. Bitte, dieses Match einfach diese Emotionen, die in diesem Match sein werden. Ich will nicht wissen, Digga, das wird wahrscheinlich Marseille 2.0 sein, Alter, aber sag euch ehrlich, das wird ja komplett eskalieren da, also in beiden Spielen. Und zwar auf positiv, hoffentlich gemeint, also auf positive Weise, nicht so auf diese negativ, sondern wirklich auf positiv, meine ich, hoffe ich. Und ich glaube, dieses Match wird richtig heftig sein und ich sag euch ehrlich, das wird das schwerste, vielleicht das schwerste Match sein zu predikten. Ich gehe, auch wenn ich Neapel sehr, sehr im Herzen habe, aber ich gehe mit Frankfurt. Ich gehe mit Eintracht Frankfurt, dass es Frankfurt machen wird, dass Kolo Muani den reinscheppern wird, den Ball in der 95. Minute wieder, wie immer. Deswegen, Leute, ich gehe mit Neapel, Alter. Auch wenn ich mit Frankfurt, Leute. Sorry, ich bin so, obwohl ich mit wirklich Neapel im Herzen drin habe, aber sorry. Eintracht wird's machen. Ganz easy. Eintracht geht ins Viertelfinale, Leute. Nächste Matchup, Borussia Dortmund gegen Chelsea, genau, gegen Chelsea. Dortmund gegen Chelsea, Leute, sag ich euch ehrlich, heftig, richtig heftiges Spiel, heftig, wirklich, das wird richtig abgehen, sag ich euch ehrlich, ich sag euch ganz ehrlich, Dortmund-Chelsea, ich traue sogar, obwohl ich Dortmund nicht sehr mag, aber ich sag sogar, Dortmund wird sich durchsetzen in diesem Spiel, auch wenn ich Dortmund nicht mag, weil ich habe so ein Gefühl, Chelsea ist nicht das Wahre. Ja, die haben Kai Havertz, die haben wirklich ein paar gute Leute, aber zum Beispiel, die haben auch jetzt nicht die Besten. Kepa ist oft am Wackeln, Kovacic ist auch, Kovac ist einer der Besseren, aber dann haben wir noch hinten Marco Correa, der 70 Millionen gespielt hat, der eigentlich nur Mittelklasse ist eigentlich. Und Thiago Silva ist auch nicht mehr der Jüngste, deswegen, ich gehe auf Dortmund. Mein Tipp auf jeden Fall, Leute, dass es Dortmund machen wird gegen Chelsea. Hoffentlich. Liverpool, Real. Ich sage euch ehrlich, die heute ausgelost haben, ich glaube, die wollen mich wirklich verarschen. Digga, Real gegen Liverpool, Leute. Was soll ich sagen? Wird ein geiles Match. Mein Tipp ist, ich glaube, Liverpool wird es machen. Ich glaube, viele Real-Fans wird es schocken hier, aber ich glaube, Liverpool wird es tatsächlich machen. Ich sag, Liverpool wird sich durchsetzen und wird die Revanche bekommen für das letztjährige Finale, Alter.
Wie gesagt, es kann auch anders kommen, Leute. Das sind alles Angaben ohne Gewähr. Aber was ist das bitte für ein Spiel, Leute? Also, ich kann mir nur vorstellen, da wird es auch komplett eskalieren. Wirklich eskalieren, meine ich, in diesen beiden Spielen. Also, wird zu krass werden. Da haben wir Inter gegen Porto. Da sage ich, auch wenn ich Porto sehr mag, aber ich glaube, Inter wird es machen. Ich glaube, Inter mit Edin Dzeko wird es machen. Ganz easy. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. Und zwar Bayern gegen Paris. Leute, Bayern gegen Paris. Müsst ihr euch vorstellen, fucking Champions League Achtelfinale. Ich habe, wo ich das gelesen habe, ich dachte echt, ich habe einen Schuss im Löffel. Ich habe echt gedacht, ich habe einen Knall, Digga. Sehe ich richtig. Ich dachte echt, mein Schwein pfeift. Und einfach dann sehe ich, Digga, Bayern gegen Paris, Alter. Ich komme immer noch nicht darauf klar, Leute. Ich werde auf jeden Fall da sowas von hinfahren, Leute. Also, da muss safe ein Vlog kommen. Aber jetzt mal nebenan, ich sag trotzdem, auch nicht nur, weil ich Bayern-Supporter bin, aber trotzdem sage ich ganz ehrlich, Bayern wird's machen. Ich habe ein Gefühl, Bayern wird's machen. Paris ist Zweite geworden hinter Benfica. Und auch, wenn das nichts heiß mag, ich gehe mit Bayern. Eiskalt. Auch wenn jetzt viele vielleicht in den Kommis schreiben werden, Digga, was bist du für ein Typ, Digga? Warum gehst du nicht Paris oder so? Nein, ich gehe mit Bayern. Ganz easy. Ich denke, Bayern wird's machen. Es wird ein knappes Spiel, aber ich glaube an Bayern, an Julian Nagelsmann und an Matthijs de Ligt, dass der am Ende, oder Alphonso Davies, der am Ende mal Kylian Mbappé in die Schranken weisen wird. Auf jeden Fall, ich glaube daran, dass sie das machen werden und ja, ich freue mich einfach so auf diese Matches. Die werden so geil werden. Es werden wieder so geile Wochen werden von Fußball. Februar und März, wirklich. Leute, wer das nicht gesehen hat, schaut's in die Champions League App rein. Schaut's da rein, was da für Matches sind. Also, nochmal so, wenn ihr es nicht realisieren konntet, Leute. Also, wie gesagt, Bayern gegen Paris. Wird so ein krasses Match werden. Ich bin gehypt. Ich hab Bock. Das war's eigentlich schon vom Video. Ich wollte nur kurz meine Prediction abgeben. Kurz mal meinen emotionenfreien Lauf lassen, weil, Digga, ich komme immer noch nicht drauf klar. Und ja, Leute. Auf jeden Fall, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, macht nichts. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht ein Dislike rein. Spaß. Und ja, Leute. Das war's vom Video. Morgen kommt übermorgen Bremen gegen Bayern Block. Es wird spannend werden. Ich bin schon so nervös. Ich habe richtig Angst, dass uns Bremen knallen könnte. Obwohl Füllkrug nicht spielen wird, aber ich bleib gespannt. Und ja, Leute, das war's vom Video. Haut's rein. Und bis zum Block, würde ich sagen. Euer Amaretto HD. Ciao.